Ja, die letzten Tage kam hier ein Update nach dem anderen und es war aber im Prinzip keine große Veränderung zu erkennen. Ich habe mir jetzt nochmal diese Energie-App hier vorgeknöpft und die Frage, die ich mir mal gestellt habe, wieso komme ich nicht auf 100%? Und da können wir jetzt ganz kurz mal zusammen rechnen, denn meiner Meinung nach müsste man im Prinzip ja auf 100% kommen, aber das tun wir irgendwie nicht. Schauen wir mal ganz kurz gemeinsam drauf, auf die Energie-App, die jetzt ja relativ neu ist hier im Tesla Model 3. So, hier ist die Energie-App und ich habe mir Folgendes gedacht. Wenn ich hier oben die 56% nehme, also meinen aktuellen Akkustand, und dann habe ich hier eingegeben, seit dem letzten Laden habe ich 30,4% verbraucht. Und dadurch, dass ich auf 100% aufgeladen hatte, müsste normalerweise das, was ich verbraucht habe, also das bedeutet hier unten Fahren, Klima, Batteriekonditionierung, Höhe und alles andere, wenn man das hier zusammen addiert, bekommt man die 30,4 raus. Und dann müsste doch normalerweise 30,4 plus die 56, also die 56 müsste dann doch 100 ergeben. Das tut es aber nicht, denn wenn ich die beiden addiere, komme ich auf 86,4%. Und da fehlen ja ein paar Prozent. Und da habe ich mir gedacht, ja, woran kann das liegen? Weil hier steht ja im Prinzip doch detailliert alles drin und alles andere, 2,5. Wie gesagt, da müsste doch eigentlich auch, ja, keine Ahnung, Wächtermodus und, müsste ja hier im Prinzip drunter fallen. Das ist das Einzige, was mir noch eingefallen ist. Oder unter Umständen eben auch müsste da drin sein. Ich habe zum Beispiel hier auf meiner Apple Watch habe ich zum Beispiel diese Tesla-App, wo ich also praktisch mit der App auf meiner Uhr hier das Auto auch bedienen kann. Das kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Also ich habe hier, da muss ich allerdings mal ganz kurz rüberschalten. Hab ja hier die App praktisch drin, mit der ich das Auto bedienen kann. Watch App for Tesla, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Und das müsste ja auch hier unter alles anderem sein. Da müsste das doch eigentlich 100 ergeben. So, und jetzt habe ich rausbekommen, wie man auf die 100 kommt. Und zwar seit dem letzten Laden parken. Und wenn man jetzt auf Parken geht, dann sieht man interessanterweise, also hier ist die Bildschirmzeit, dann steht Vorklimatisierung, Innenräum, Belüftungsschutz, Wächtermodus, mobile App, Herbeirufen und Fahrzeug-Standby. Wenn man jetzt diese Zahlen addiert, und hier steht übrigens auch mobile App, das heißt die Interaktion mit Model 3 über die mobile App verbraucht Energie, planen Sie, okay, das ist aber nicht das, was ich meinte, sondern die Interaktion, ah doch hier, und Drittanbieter-Apps zu deinstallieren. Also die Drittanbieter-App, das wäre jetzt praktisch die App hier auf meinem Handgelenk, aber die lasse ich mal schön drauf, weil die mich schon einige Male gerettet hat, als mein Akku zum Beispiel leer war und ich den als Schlüssel ja benutze. So, und wenn man jetzt Folgendes macht, die 13,5, gehen wir nochmal auf Fahren. Ich bin jetzt hier auf 86,4 plus die 13,5. Dann kommt raus, können wir ja mal rechnen, 86,4 plus 13,5. Das ist 99,9. 99,9, also sagen wir jetzt mal fair, 100%. Dann bedeutet das, dass im Prinzip, und das wundert mich jetzt eigentlich, vor 2 Stunden habe ich vielleicht das letzte Mal geparkt. Das kann sein. Aber diese 13,5 müssen sich auf alle Parksituationen beziehen, die ich praktisch vollzogen habe seit dem letzten Laden. Ich gucke mal gerade hier drauf, was da steht. Energieverbrauch in der Parkstellung. Okay, das wissen wir ja. Das steht ja da hinten, das steht ja auch hier praktisch daneben so ein bisschen, da vielleicht noch was detaillierter. Aber Tatsache ist, 13,5 muss die Prozentzahl sein, die ich praktisch in allen Parksituationen hatte, also wo ich praktisch
die immer geparkt habe, seit dem letzten Laden. Also wenn ich jetzt 7-mal geparkt habe, seit dem letzten Laden, dann muss das sein. Das bedeutet auch, wenn das Auto im Standby ist eben, also auch über Nacht, und hier sieht man ja ganz eindeutig, dass der Wächtermodus am meisten zieht. Und zwar der Wächtermodus, wenn ich in Parkstellung bin. Hier zu Hause habe ich den Wächtermodus aus, aber sonst, wenn ich natürlich jetzt irgendwo fremd bin, habe ich den Wächtermodus angeschaltet. Also da ist praktisch der Rest. Was ich jetzt besser finden würde, ich meine, man wäre jetzt zum Beispiel, wenn man hier unten unter alles andere im Prinzip diese 13,5 eigentlich schreiben würde. Weil 13,5, ja, und nicht diese 2,5, sondern diese 13,5 irgendwie. Oder alles andere vielleicht weglässt und das irgendwie, weil unter alles andere, was ist denn jetzt hier alles andere? Das müsste dann, ja, was könnte das denn noch sein? Das könnte irgendwas sein, was hier im Parken nicht mit drin ist. Alles andere bezieht sich wahrscheinlich hier in dem Fall wieder, was Tesla ja sehr gerne macht, auf den Verbrauch, nur wenn ich fahre eben. Da gehe ich jetzt mal von aus. Das heißt, ich fahre und die Batterie wird dann natürlich nach wie vor gekühlt oder auch mal aufgeheizt, wird ja immer in diesem Wohlfühltemperatur gehalten. Ich denke, das ist der größte Part. Und das bedeutet dann hier alles andere. Und das bezieht sich dann wirklich nur aufs Fahren dann in dem Moment. Genauso wie sich dann eben auch diese Geschichte Batteriekonditionierung, wenn ich zum Supercharger fahre oder eben Klima, dass sich das also nur aufs Fahren bezieht. Okay, dann kann man das vielleicht so verstehen und auch so stehen lassen. Okay, will ich nichts sagen. Das heißt, wenn man die 100% erreichen möchte, muss man die Batterie praktisch nehmen, also bei mir die 56% Rest noch, plus fahren, was ich also im Fahren verbraucht habe, plus parken. Und dann bezieht sich das Parken, diese 2 Stunden, auf das letzte Mal, wo ich geparkt habe. Aber nicht praktisch, also das hier ist praktisch alles. Und zwar alle Parkvorgänge. Ja, jetzt habe ich das richtige Wort mal gefunden. Dann kommt man auf die 100%. Und dann bin ich auch einverstanden, dann bin ich auch zufrieden. Weil ich denke mal, das muss man auch haben, diese 100%, sonst macht es auch keinen Sinn. Also ich habe das bis jetzt nicht gesehen. Und jetzt habe ich es dann eben so mal hinbekommen. Ja, okay, also bin ich jetzt beruhigt. Werte finde ich auch sehr interessant. Und überhaupt, dass man das sowas auch angeboten bekommt, finde ich wirklich super. Also dahingehend Daumen nach oben. Und ich hatte tatsächlich die letzte Zeit ein paar Mal den Wagen neu starten müssen, hier Reset machen müssen, weil einige Dinge hier geruckelt haben und nicht mehr so gut funktioniert haben. Und unter anderem, vielleicht waren das jetzt auch, war das der Grund, warum jetzt die letzte Zeit eben auch hier die Updates gekommen sind. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil es hat ein paar Mal wirklich hier irgendwie geklemmt, also in den verschiedensten Bereichen. Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Jörg hier aus Darmstadt. Macht's gut. Ciao.